Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge First. Heute möchte ich euch ein Thema kredenzen, das ihr selbst ausgesucht habt. Denn in den Kommentaren habe ich Folgendes gelesen. Na, wobei, ich werde das mal gar nicht verraten, sondern euch selbst raten lassen. Es geht hierum. Ha? Kommt ihr drauf? Genau. Es geht um Besteck, es geht um Gabel. Nein, es geht um Leute, die sowas hier als Waffen benutzen können. Und zwar als zwei Waffen. Es geht um das sogenannte Dual-Wielding. Ihr habt euch das gewünscht und ich habe dann auch überlegt, was war denn da das erste Spiel, was damit angefangen hat. Man kennt es populär in Shootern vor allen Dingen, aber auch gerne mal in Action-Spielen. Deswegen gehen wir jetzt dieser Frage mal auf den Grund. Und damit geht's los mit Firsts. Zwei Waffen in der Hand zu haben, das hat tatsächlich nicht das Videospiel erfunden, sondern das entstammt den Filmen, genauer gesagt dem Western-Genre. Die haben damit nämlich als erstes angefangen. Und ich glaube, einer der ersten Filme, an die ich mich wirklich erinnern kann, ist Butch Cassidy und Sundance Kid, wo dann die Pistoleros plötzlich mit zwei Pistolen um sich herum schießen. In den Western ist das dann durchaus häufiger vorgefallen, aber erst durch John Woo, den Mann, der das Hongkong-Kino auf die nächste Stufe geführt hat, ist es erst so richtig populär geworden. Vor allen Dingen in Filmen wie A Better Tomorrow oder in Hardboiled, ein großer Klassiker, ja, wo dieses Feuerballett mit den zwei Waffen kam. Und das werden wir nachher hier auch nochmal sehen, denn das hat natürlich auch die Videospiele inspiriert. Und es gibt tatsächlich einen Begriff dafür, der nennt sich Dual Wielding, und es gibt auch ein anderes Wort, das ich immer wieder lese, nämlich Akimbo. Und ich habe tatsächlich kurz überlegt, woher dieses Wort kam, denn es gibt für mich keine klare Herleitung. Und dann habe ich mal ein bisschen gegraben und festgestellt, dass es wohl einen altenglischen Begriff gab, beziehungsweise eine Begrifflichkeit, die man benutzt hat, wenn man eine gewisse Körperhaltung beschreiben wollte. Wenn man sich nämlich so hinstellt, ja, dann nennt man das im Altenglischen in keen bow, wie so ein fester Stand quasi. Und dieser feste Stand in keen bow entwickelte sich wohl im Sprachlichen dann zu akimbo. Und ehrlich gesagt macht das auch voll Sinn, denn aus dieser Haltung kann man perfekt zwei Pistolen ziehen. Und in den Videospielen kennen wir das nur zu Genüge. Vor allen Dingen in den Shootern. Ja, alle Shooter, die was auf sich halten, die haben das. In Borderlands ist es dabei, in einem Counter-Strike ist es dabei und in vielen anderen Spielen auch. Aber Tomb Raider ist auch ein Titel, der das bekannt gemacht hat. Es gibt Fighting Games wie Battle Arena, Toshinden oder auch Soul Calibur, in denen zwei Waffen benutzt werden. Aber auch viel früher einige Klassiker. Und zu einigen davon kommen wir jetzt. Wir gehen erstmal nicht so weit zurück, und zwar ins Jahr 2009 zu einer Serie, die ist altbekannt, nämlich Call of Duty. Falls ihr euch fragt, Call of Duty ist nicht das erste Spiel, das das erfunden hat. Es gab vorher noch deutlich andere Multiplayer-Titel. Das erste, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist von 1999 und hört auf den kleinen, aber feinen Namen Unreal Tournament. In Unreal Tournament konnte man selbst mit den großen Geschützen umherrennen, aber Unreal Tournament war nicht das erste Spiel, das das gemacht hat. Wir kommen gleich zu anderen Shootern, und diese Shooter hatten oft Mehrspielerkomponenten, in denen Dual Wielding dann auch möglich gewesen ist. Call of Duty hat aber eine andere Sache zu verantworten, denn das Dual Wielding oder vor allen Dingen Akimbo wurde durch die Call of Duty Reihe erst so richtig massentauglich, beziehungsweise ist im Mainstream gelandet. In Modern Warfare 1 gab es tatsächlich in der Kampagne schon Dual Wielding, aber so richtig durchgestartet ist das ab dem zweiten Teil im Jahr 2009. Denn da feierte im Mehrspieler der Waffenaufsatz Akimbo, der tatsächlich auch so benannt wurde, seine Premiere und sorgte dafür, dass ihr alle möglichen Waffen doppelt nutzen konntet. Und zwar nicht wie heute das in den Call of Duty Spielen häufig so ist, dass man zum Beispiel die Pistolen doppelt nutzen kann, sondern wirklich so Maschinenpistolen oder Schrotflinten konnte man nutzen. Und das war wahnsinnig stark. Die Entwickler hatten zwar versucht, diesen Vorteil an Feuerkraft dadurch ein bisschen auszupegeln, dass die Präzision ganz schön nach unten gegangen ist, aber das machte keinen großen Unterschied. Gerade in den ersten Wochen, nachdem das Ding auch ungepatcht online gegangen ist, haben viele Spieler mit doppelten Schrotflinten alles zerlegt. Und dadurch ist das Ganze wirklich richtig populär im Multiplayer-Modus geworden. Wir gehen nicht so viel weiter, und zwar ziehen wir einfach nur ins Jahr 2003. Denn da sind zwei Spiele erschienen, die zeigen, dass Dual Wielding nicht nur bedeutet, zwei Pistolen in der Hand zu halten, sondern auch zwei Schwerter beinhalten kann. Wisst ihr, was noch cooler ist, als zwei Schwerter zu benutzen? Zwei Lichtschwerter zu benutzen. Und deswegen sind wir jetzt hier natürlich bei den Star Wars Spielen. 2003 erschienen für mich
zwei sehr wichtige. In den Kinofilmen gab es Dual Wielding tatsächlich auch erst seit 2002. Denn erst in Episode 2 hat Anakin Skywalker in einer Szene tatsächlich zwei Lichtschwerter auf einmal. Nur ganz kurz. Das ist dann erst in Episode 3 so richtig ausgenutzt worden. Und 2002 war auch das erste Star Wars Spiel mit zwei Lichtschwertern unterwegs, nämlich Jedi Knight 2. Ich finde aber, dass erst im Jahr danach das so richtig zur Blüte tragen konnte. Denn da erschien Jedi Knight 3 bzw. Jedi Academy, was ein richtig schönes Actionspiel gewesen ist. Und im selben Jahr auch auf den Markt kam BioWares großartiges Rollenspiel Knights of the Old Republic. Und da war es tatsächlich möglich, zwei Lichtschwerter zu tragen, in die man unterschiedliche Machtkristalle setzen konnte, was dann für unterschiedliche Fähigkeiten sorgte oder für unterschiedliche Farben. Das Jahr 2001 war ein sehr wichtiges für das Dual Wielding, denn hier wurde vor allen Dingen durch zwei Spiele klargemacht, zweifache Waffen bedeutet auch zweifacher Style. Es erschien nämlich ein Spiel, das sich ausgerechnet von Matrix hat inspirieren lassen, die sich ja davor von John Woo inspirieren haben lassen. Max Payne hieß das Spiel und da kann man halt wie in Hardboiled gesehen vorher nach vorne springen, zur Seite springen, nach hinten springen und dabei in Zeitlupe bzw. der sogenannten Bullet Time die krassesten Manöver vollbringen, während man auf seine Gegner schießt. Und dann gab es ein anderes Spiel und zwar von Capcom. Auch im Jahr 2001 erschien nämlich Devil May Cry. Das Interessante in Devil May Cry war tatsächlich, dass die doppelten Waffen auch einen taktischen Aspekt hatten. Er konnte nämlich das auch für sogenannte Air Juggles benutzen. Also Dante konnte länger in der Luft bleiben oder Gegner in der Luft halten, indem er auf sie geschossen hat. Das hat zwar nicht so viel damit zu tun gehabt, dass es zwei Waffen waren, aber es sah natürlich cooler aus. Und beide Spiele, sowohl Max Payne als auch Devil May Cry, haben natürlich ganz viele andere Spiele beeinflusst. Devil May Cry haben wir zum Beispiel die Bayonetta-Reihe zu verdanken und Max Payne hat tatsächlich danach, und jetzt wird es interessant, denn da schließt sich so ein bisschen der Kreis, ein anderes Spiel inspiriert, nämlich John Woos Stranglehold. Das hat sich klar inspirieren lassen bei Max Payne und Max Payne ja wiederum bei John Woo-Filmen. Und ne, hier Full Circle sind wir einmal gekommen. Es wird euch vermutlich überraschen, ich kann jetzt nämlich schon mal spoilern, Tomb Raider kommt in dieser Liste nicht vor. Ne, Lara Croft ist nicht unwichtig gewesen für das Dual Wielding, aber es ist ein Kandidat, der mir dann doch ein bisschen zu offensichtlich war. Und der Titel, den ich euch jetzt nenne, ist zwar ein Tomb Raider-Klon, aber er ist deutlich wichtiger für das Dual Wielding selbst gewesen. Heavy Metal Factory, ja, ist tatsächlich ein Titel. Ihr seht das hier schon. Der ist nicht wirklich in die Annalen der Videospielhistorie eingegangen, aber er war nicht unwichtig für das Dual Wielding, weil er nämlich als allererstes ein Feature einbrachte, das es zuvor noch nicht gab. In den meisten Dual Wielding Spielen war es vorher so, man hatte zwei Waffen, konnte die abschießen gleichzeitig und hatte doppelte Feuerkraft. Coole Sache, aber viel mehr als dass die Waffen unterschiedliche Magazinclips hatten, hat sich da nicht unterschieden. Heavy Metal Factory war allerdings das erste Spiel, das im Jahr 2000 euch die Möglichkeit gab, zwei Waffen unabhängig voneinander zu benutzen. Das heißt, ihr konntet in der einen zum Beispiel ein Schwert haben und in der anderen eine Waffe und mit dem Schwert dann zuschlagen, mit der Waffe schießen und das wirklich unabhängig voneinander. Und das hat dann tatsächlich erst nach Heavy Metal Factory Schule gemacht und unter anderem auch in Shootern durchgesetzt. In den aktuellen Wolfenstein-Titeln ist das zum Beispiel nicht unüblich, dass man da mit unterschiedlichen Waffen rumlaufen kann, die man unabhängig voneinander benutzen kann. So, wir landen im Jahr 1994 und es ist tatsächlich so schön, mal nicht einen der üblichen Titel hier zu haben, sondern viele neue Namen, die ich noch gar nicht bei First genannt habe. Hätte ja durchaus sein können, auch dass Doom, was hier irgendwie alle zwei Folgen genannt wird, auch hier irgendwie dafür verantwortlich ist. Aber nein, Dual Wielding wurde nicht von Doom erfunden, sondern es gab zwei andere Shooter, die das zum ersten Mal zumindest in diesem Genre gemacht haben. Und witzigerweise sind das zwei Spiele, die wirklich am selben Tag erschienen sind. Deswegen teilen die sich diesen Platz hier. Ich rede auf der einen Seite von einem Spiel von Bungie, ja, die weit vor Halo ein Spiel gemacht haben, das wirklich auch auf technischer Ebene ein richtig krasses Ding gewesen ist. Marathon hieß das und das hatte auch Dual Wielding zu einer Zeit, als Duke Nukem und so noch gar nicht existierten. Und ich glaube, das wäre ein deutlich wichtigerer Titel gewesen, als dass er heute ist. Aber er ist leider in Vergessenheit geraten, weil er damals exklusiv für den Macintosh erschien. Ja, Apple wollte das als die große Killer-App installieren, hat aber nicht wirklich geklappt. Aber später mit Halo konnten sie das ja dann nochmal versuchen. Der andere Titel ist
Ein ähnlich obskurer Titel, will ich sagen. Rise of the Triad ist zwar ein bisschen bekannter als Marathon, aber auch irgendwie ein bisschen verschwunden in der Zeit. Das sieht man auch hier ein bisschen an der Grafik. Es ist leider kein ganz so gutes Spiel gewesen, aber es war verantwortlich für einen nochmal wichtigeren Titel. Denn 1996 erschien vom selben Entwickler ein Spiel, das das Dual-Wielding auf eine ganz neue Ebene hiefte, denn da erschien Duke Nukem 3D. Und der Held von Duke Nukem, der Duke, der war halt einfach so mächtig, dass er selbst die größten Waffen doppelt tragen konnte. Also nicht nur einfach so zwei Pistolen, sondern am Ende sogar zwei Raketenwerfer. Und es hat überhaupt nichts ausgemacht. Und dieser Titel und eigentlich auch die anderen beiden haben wirklich den Shooter über Jahre geprägt. Ja, also von Blood über Shadow Warrior bis hin zu Serious Sam. Jeder Shooter, der was auf sich hielt, hat Dual-Wielding. Und tatsächlich muss man sagen, davor machte sich das Dual-Wielding relativ rar. Im Jahr 1991 gab es noch einen Titel von Konami, nämlich das großartige Sunset Riders, wo dann einer der Charaktere zwei Waffen benutzt hat, aber das ist es da auch schon gewesen. Tatsächlich muss man ins Jahr 1985 zurückgehen, um einen weiteren Dual-Wielding-Titel zu finden, nämlich Gunsmoke. Das kam von Capcom für das gute alte NES und war ein arcadiger Shooter, der wirklich Spaß gemacht hat. Hier muss man aber dann auch schon sagen, dass das Dual-Wielding wirklich ein rein optischer Effekt war. Du hast also nicht eine deutlich bessere Schussqualität gehabt oder mehr Feuerkraft durch diese beiden Waffen, sondern das war einfach der Standard. So, und dann müssen wir noch ein Stückchen weiter zurückgehen. Wir landen im Jahr 1979. Das ist tatsächlich das erste Mal, glaube ich, dass wir seit langem wieder in den 70er Jahren hier bei First gelandet sind. Und zwar bei einem Titel von Nintendo. Und nicht nur von Nintendo, sondern von einem der großen Entwickler unserer Zeit, Shigeru Miyamoto. Der Mann hinter Mario und Zelda ist tatsächlich, und das lerne ich hier immer wieder selbst auch bei First, für ganz viele andere Titel verantwortlich gewesen, die unglaublich wichtig waren. In diesem Fall für ein Spiel namens Sheriff, das gleichzeitig unser First ist. Ja, man sieht hier schon, man erkennt mal wieder nicht so arg viel, aber wenn man mal ganz genau hinguckt auf die Figuren, das sind kleine Cowboys, die zwei Waffen in der Hand haben. Ja, die stehen so da und schießen dann mit einer dieser beiden Waffen. Das muss man auch dazu sagen, sie sind zwar mit zwei Waffen gezeichnet, aber sie schießen tatsächlich nur mit einer. Und man kann sich da jetzt schon streiten, ist das Dual-Wielding oder ist es das nicht? Ich würde es einfach mal gelten lassen, weil die grafischen Limitationen haben das damals auch nicht anders möglich gemacht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es eigentlich die Intention gewesen ist, dass beide Waffen feuern sollten und dass es vielleicht wieder mal der Speicherplatz war, der nicht funktioniert hat. Für die alle anderen, die sagen, nee, da würde ich dir widersprechen, David, ihr könnt ja gerne Gunsmoke dann als ersten Titel nehmen. Ich sage, es ist Sheriff, unser First. Dem Dual-Wielding sind wir damit auch auf den Grund gegangen. Und wie immer, ja, das ist hier ein Format, wo ihr mitbestimmen könnt, was als nächstes passiert. Deswegen wie immer gerne in die Kommentare, was hättet ihr da gerne gesehen? Und dann versuchen wir das herauszufinden. Wir sehen uns nächsten Monat wieder bei GTV. Dann geht es schon in die Weihnachtsfeiertage, aber ohne First geht nicht. Wir gehen natürlich auch zusammen ins neue Jahr. Bleibt uns treu, gerne ein Abo dalassen und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.